Autos und Häuser hatten früher nur eine sehr beschränkte Beziehung. Entweder parkten Autos davor oder darin. In Zeiten der Elektromobilität ändert sich das. Beide beginnen zu kommunizieren und zu interagieren. Gebäude wie Autos werden partiell zu Energieerzeugern und bieten zugleich große Potenziale zur Speicherung überschüssiger Energie im Netz. Genau das ist das Thema des Gesprächs zwischen Veit Rohrberg von Audi und Ulrich Reiner von der Hager Group. Veit Rohrberg ist bei Audi zuständig für intelligente Ladestrategien für Elektroautos. Ulrich Reiner beschäftigt sich bei der Hager Group damit, wie moderne Gebäude perfekt mit der Elektromobilität zusammenspielen können. Was für mich das Neue ist, dass mit der Elektromobilität auch Industriezweige, die bisher eigentlich koexistent waren, wenig miteinander zu tun hatten, die jetzt intensiv zusammenarbeiten müssen, um ein Gesamtbild und ein nachhaltiges Konzept gesamtheitlich zu arbeiten. Das Smart Home besteht für mich eigentlich aus zwei Kernbestandteilen. Das eine ist das Home Automation, wo es darum geht, Bedienfunktionen im Haus möglichst zu automatisieren. Der andere große Part ist das ganze Thema Energiemanagement, gerade auch mit der Energiewende, eigene Stromerzeugung, gegebenenfalls Speicher, daheim das Elektroauto als weiterer Verbraucher. Und wenn das intelligent miteinander verknüpft wird, dann ist das durchaus auch super miteinander vereinbar aus meiner Sicht. Bei den Leuten, die in den letzten Jahren sich Elektrofahrzeuge gekauft haben, diese Leute sind häufig sehr affin mit erneuerbaren Energien. Das heißt, viele dieser Kunden haben heute schon außer dem Fahrzeug, dem Elektrofahrzeug in der Garage und der Ladestation, die haben heute schon die PV-Anlage auf dem Dach und viele von denen haben auch schon einen Batteriespeicher zu Hause, der dann in Kombination mit einem Gebäudeenergiemanagementsystem genutzt wird, um den optimalen Nutzen aus der PV-Anlage zu erzielen. Die Speicherkapazität in einem Elektrofahrzeug, wenn man das mal in Relation setzt mit einem Gebäude, es ist so, dass das Gebäude, ein durchschnittliches Einfamilienhaus, in einer Woche ungefähr so viel Energie verbraucht, wie in einer Fahrzeugbatterie gespeichert werden kann. Und wir haben, ich glaube, in Deutschland 40 Millionen, etwas über 40 Millionen PKWs. Wir haben 40 Millionen Haushalte in Deutschland, 15 Millionen Einfamilienhäuser. Das Potenzial ist gewaltig. Wenn wir das schaffen, dass wir unsere Produkte auf dieser Ebene vernetzen können, dann können wir einen ganz gewaltigen Beitrag auch leisten für die Energiewende und dort eben auch die Klimaziele verfolgen und erreichen.